So, hallo liebe Freunde der Blasmusik, ein neues Video steht euch nun zur Verfügung und in diesem Video lernt ihr heute Blutspritzer richtig zu platzieren. Es gibt dort nämlich einige Sachen, auf die man achten muss und es freut mich sehr, dass die Michi da sich bereit erklärt hat, für mich Model zu stehen. Ich darf mal kurz das Bild ohne Blutspritzer zeigen. Das wäre nämlich so und ich zeige euch jetzt, wie ihr diese Blutspritzer anbringt bzw. wo ihr sie auch herbekommt. Das wissen nämlich die wenigsten. Im Internet gibt es sehr, sehr viele Seiten, auf denen man kostenlos Stockbilder zur Verfügung gestellt bekommt, die man auch gerne nutzen kann und darf. Ich darf hier eine dieser Seiten einmal vorstellen. Das wäre die cgtextures.com. Hier findet ihr aber tausende Bilder, die ihr genau für solche Zwecke verwenden könnt und dürft. Ich gebe hier einfach mal ein Blatt ein. Die Seite ist auf Englisch. Das heißt, alle Suchbegriffe bitte auf Englisch eingeben. Und hier seht ihr schon alles, was so mit Blutspritzern zu tun hat. Wenn hier ein Huge drunter steht, beziehungsweise ein Set, bei Huge heißt es, die Bilder sind wirklich riesengroß. Ich zeige euch das mal. Mit einem Premium-Account würde das Bild 4500 auf 2192 Pixel groß sein. Also das ist mächtig groß. Ich selber habe keinen Premium-Account. Ich nutze die Bilder normal. Meine Ausgangsbilder von den Models sind auch nicht größer. Deswegen könnte man jetzt hier zum Beispiel dieses Bild hernehmen und die 3500 auf 2374 downloaden. Einmal drauf geklickt bekommt ihr diesen Vorschlag, das Bild zu downloaden. Macht das einfach mal, geht wieder in Photoshop. Ich lösche mir jetzt hier die Blutebene einmal raus und lade mir die gerade runtergeladene Ebene in Photoshop rein. Hier ist sie schon. Die sieht wie folgt aus. Gut. Der eine oder andere kennt vielleicht die Methode, dass man mit Multiplizieren die weiße Fläche im Bild wegbekommt und somit die ganzen farbigen Sachen wieder stehen lässt. In diesem Fall ist das aber nicht so geeignet. Ich möchte nämlich jeden einzelnen Blutspritzer ausgeschnitten haben. Und auch dafür gibt es sehr einfache Methoden. Und zwar in diesem Fall eignen sich hier die Farbkanäle aber schon exzellent. Geht ihr mal in die Farbkanäle und hier kann man schon auf Rot, Grün oder Blau feststellen, welcher der beste Kontrast ist. Und Grün ist auf jeden Fall hier die beste Variante. Ich ziehe den Grünen runter auf diese neue Ebene, lasse ihn los und bekomme hier eine neue Grünkopie. In dieser Grünkopie wird jetzt gearbeitet über Bild, Korrekturen, Tonwertkorrekturen. Könnt ihr die Tonwerte hier im Mittelbereich ein wenig nach rechts ziehen und ihr seht schon, bitte nicht zu viel nach rechts ziehen, weil schon schaut das Ganze so aus. Ihr könnt ihr den Kontrast dieser roten Farbe noch verstärken und zaubert somit eine harte Kante um jeden Blutspritzer. Was noch möglich wäre, wenn der Hintergrund jetzt nicht perfekt schneeweiß ist, geht ihr hier auf diese weiße Farbpipette, klickt auf den Bereich, den ihr noch weißer haben wollt und Photoshop rechnet sich das so aus, dass dann wirklich alle Grautöne, die ihr gerade angeklickt habt, in diesem Weiß erscheinen. Gut, bestätigen wir das Ganze. Nun geht es noch in ein Nachbelichterwerkzeug. Da habe ich jetzt hier, ja, ich würde mal sagen, so mit 40% drinnen und geht einfach nochmal grob über das ganze Bild. Das heißt, alle Mitteltöne, die über einem Ton von 50% grau sind, werden jetzt dünkler. Und das sind somit alle unsere Blutspritzer. Nun gilt es, diese Blutspritze auszuschneiden, einfach Command gedrückt halten und in diesen Vorschaubildschirm bei den Ebenen reinklicken und ihr bekommt einen Ameisenpfad um alle Blutspritzer. Dann geht es wieder zurück in den normalen Ebenenstil. Hier muss die Ebene natürlich grün sein und jetzt müsste aber, weil ich momentan einen Ameisenpfad auch außenrum habe, die Auswahl umgekehrt werden. Rechte Maustaste rein, Auswahl umkehren und ihr bekommt wirklich um jeden Blutspritzer einen Ameisenpfad. Command J und wie ihr schon seht, alles freigestellt. Perfekt! So soll unser Ausgangsbild für die Blutspritze aussehen. Ich ziehe mir die jetzt radikal einfach mal in das Bild hinein und voilà!
da kann man dann schon arbeiten. So, Dexter wäre entzückt. Wir werden das Ganze jetzt ein wenig anpassen. Mit Command-T steuern wir jetzt einfach mal unsere Blutspritzer so an diesen Ort, wie wir sie gerne hätten. Dabei können wir auch gerne ein wenig transformieren, größer, kleiner machen. Das ist natürlich Geschmackssache. Ich achte jetzt einmal auf die markantesten Punkte. Hier zum Beispiel diese drei im Gesicht. Die dürfen ruhig so aussehen, als würden sie gerade die Wange runterlaufen. Ja, so in etwa. Gut. Dann rechte Maustaste auf Verkrümmen. Und jetzt ziehen wir doch einfach mal die Ecken so ein bisschen rein und geben dem Blutspritzer schon so ein bisschen die Form des Körpers der Dame. Hier ums Dekolleté darf es ein bisschen runder werden, bei den Schultern ein bisschen schmäler. Das wirkt sich jetzt noch nicht so extrem aus, aber hilft uns dann im Endeffekt später beim Anpassen dieser Blutspritzer ungemein. Okay, das Ganze wird bestätigt mit Enter. Und jetzt kommt eine Maske an unsere Blutebene, die übrigens noch beschriftet werden muss. Blut. Gut. Diese Maske wird jetzt so verwendet, dass wir die ganzen überschüssigen Blutspritzer damit wegretuschieren. So, ein schwarzer Pinsel. Größe passt, Deckkraft passt auch. Die Härte darf noch ruhig ein wenig härter sein. Ich gehe jetzt auf 97%. Wir befinden uns schon in der Ebenenmaske. Und jetzt werden die überflüssigen Blutspritzer, die am Rand hier sich befinden, einfach mal wegretuschiert. Das ist natürlich auch wieder Geschmackssache, wo Sie das Blut haben wollen. Achten Sie einfach darauf, dass gerade hier bei den Haaren die Blutspritzer nicht störend liegen. Sie sollen ja eigentlich auf der Haut aufliegen und nicht frei im Raum schweben. Dann hier am Dekolleté-Bereich werde ich wirklich die Blutspritzer alle wegnehmen, die zwischen Stoff und Haut liegen. Warum, das zeige ich euch dann noch später, das hat einen speziellen Grund. Und geht hier ein wenig mit System vor, dass ihr auch wirklich nichts vergesst. Nicht, dass man dann nachher, wenn man das Bild mal ausdrucken möchte oder so, irgendwo dann rechts hier im freien Raum einen Blutspritzer sieht. So, für meine Verhältnisse glaube ich, dass es passt. Man kann ja später dann immer noch dank dieser Maske alles eben wegretuschieren bzw. wieder hinzufügen, was man noch möchte. Nun gut, ein jeder wird mir jetzt natürlich zustimmen, dass diese Blutstropfen hier viel zu hell sind. Das sieht dann eher aus, als hätte man eine Hello Kitty erschossen oder so. Deswegen werden wir eine Tonbeikorrektur an das Bild anwenden. Aber Achtung, hier unten bitte auf dieses Zeichen klicken, dass wir auch diesen Pfeil bekommen. Das heißt, dass diese Tonbeikorrekturebene nur mit dieser Blutebene agiert. Und wenn wir hier jetzt was verziehen, wirklich auch nur das Blut verändert wird. Gut, das Blut wird jetzt einfach mal dunkler gemacht. Ziehe auch hier die hellsten Töne ein wenig rüber. Achte aber jetzt nur auf die Stellen, die perfekt ausgeleuchtet sind. Die anderen Stellen hier, zum Beispiel im Halsbereich, die wirklich sehr dunkel werden müssen, die werden dann später nochmal mit einer Tonbeikorrektur nachgedunkelt. So. Ja, so vom Gefühl her würde ich sagen, dass das schon mal passt. Als nächstes kommt eine Farbtonsättigung darüber und ich nehme wirklich die Sättigung. Ah, ich habe das Häkchen vergessen. Ja. Ich nehme die Sättigung noch ein bisschen aus dem Bild. Und fahre auch die Dunkelheit oder die Helligkeit hier ein wenig runter. So, jetzt achte ich aber auch schon wirklich dann auf Bereiche, die im Dunkeln liegen. Denn die hellen Bereiche können wir dank der Ebenenmaske, die bei einer solchen Einstellungsebene immer auch gleich mitgeliefert wird, können wir wieder rausretuschieren. Und ich werde jetzt auch hier im Bereich der Brust diese Maske anwenden und alle Bereiche, die in den hellen Teilen des Bildes sind,
wieder ein wenig sättigen. Hier zum Beispiel auch an der Wange, an der Lippe. Gut. Das heißt, was machen wir hier? Wir machen jetzt eigentlich diese Blutspritzer verschieden färbig. Wir geben ihnen mehr Sättigung, weniger Sättigung und machen sie nicht so langweilig, so plastisch auf einmal, sondern eben versuchen ihnen ein bisschen Leben einzuhauchen und realistischer darzustellen. Apropos realistisch, wie versprochen, fehlt noch eine Tonwertkorrektur, die die ganz dunklen Stellen, hier zum Beispiel auch unter dem Shirt, noch hervorhebt. Das Ganze wieder mit unserem ebenen Pfeil. Und die ziehe ich jetzt wirklich sehr ins Dunkle runter. Wenn man hier bei dem Tonwertumfang auch den weißen Haken nach links schiebt, wird alles sehr dunkel. So, keine Angst, wir haben jetzt natürlich alles verändert. Mit Command I könnt ihr aber die Maske wieder invertieren. Und nun können wir mit weißer Farbe die dunklen Stellen rausretuschieren. Und wenn wir hier auf 25% oder auf 30% sind, haben wir auch die Möglichkeit, das Schritt für Schritt zu machen. Das heißt, wir fahren nicht gleich mit 100% in das Bild rein, sondern können hier Schritt für Schritt mit 25% die Bereiche eben dunkel gestalten. Nennt mich Erbsenzähler oder nicht, mir gefällt das Blut noch nicht hundertprozentig. Nehmen wir mal an, wir haben ein T-Shirt und wir haben Haut. Und dort kommt feuchte Flüssigkeit darauf. Müsste sich doch eigentlich das Verhalten des Blutes auf der Haut ganz anders auswirken als wie auf dem Stoff. Ich denke mal, dem Stoff müsste man jetzt noch eine Art saugfähigen Look geben. Und das können wir auch dank Photoshop relativ einfach machen. Und das probieren wir jetzt einfach mal. Ich gehe dazu wieder in die Blutebene, aber nicht in die Maske, sondern in die Ebene selber. Und verwende hier das Auswahlwerkzeug und setze mir einfach eine Auswahl über dem T-Shirt. Nun geht's ab in die Filtergalerie. Ich habe hier diese Filter versteckt, aber ich kann die mit allen Filtern wieder rausholen. Und hier bei den Kunstfiltern klicke ich mir einfach mal in den Aquarellfilter rein. Mal schauen, was passiert. Der Schwammfilter eignet sich hierzu wirklich am besten. Man sieht schon, der hat seinen Look, als würde etwas aufgesaugt worden sein. Und ich verwende hier wirklich eine Pinselgröße. Ich probiere jetzt einfach mal mit 2. Eine Struktur mit 17 und eine Glättung mit 3. Bestätige das Ganze. Und man sieht auch schon, das wirkt so wie Blut, das vom Stoff schon aufgesaugt wurde. Wir arbeiten jetzt noch einmal ganz kurz an den Schatten dieser Blutstropfen. Ich möchte euch noch zeigen, dass genau diese Blutstropfen ja eigentlich auch plastische Elemente sind und wir die jetzt noch realistisch anpassen müssen. Ein Doppelklick hierzu in den Ebenenstil zeigt uns auch schon, wir können hier Schlagschatten, Schatten nach innen und was Gott weiß alles noch verändern. Ich möchte euch bitten, dass ihr den Schlagschatten verwendet und hier die Einstellungen, die ich auch anwende, anwendet. Ich habe hier einen Winkel von 157, ein Weinrot verwendet. Weinrot deshalb, warum nicht schwarz? Schatten sind in dem Fall eigentlich nicht schwarz, sondern sie widerspiegeln ja eigentlich die Farbe des Objektes. Und hier haben wir ein Dunkelrot. Das heißt, ich habe vorher den Blutstropfen mir aufgenommen, sehe hier schon in der Farbenpalette, wo ist dieser Farbton, klicke etwas weiter darunter rein und nehme das dann als Schattenfarbe. Der Abstand ist hier mit 2 gegeben, den Überfüller benötigen wir überhaupt nicht, der bleibt auf 0 und die Größe ist auf 1. Ich hoffe, mein Valentinstags-Tutorial war lehrreich für euch und ihr schaut auch wieder auf meine Seite. Ich freue mich sehr und sage danke fürs Zuschauen. Ciao und Baba.